Herr Weiß, es geht in Ihrem Buch um die Ansätze und die ideengeschichtlichen Herkünfte der neuen Rechten. Und da geht es dann auch immer wieder um Feindbilder und Begrifflichkeiten, wie etwa den Begriff des Abendlandes. Und ein solches Buch zu schreiben und das in einer sehr sachlichen und nicht polemischen Art und Weise, wie Ihnen auch sehr zugute gehalten wird. Aber das macht ja sicherlich wenig Freude. Was war da Ihre Motivation für dieses Buch? Die Motivation lag natürlich in den aktuellen Ereignissen. Im Prinzip befasse ich mich schon auch über meine Forschung sehr lange mit der Thematik Geschichte und Gegenwart der Rechten in Deutschland und Europa. Und die Ereignisse seit 2014, 2015, also vor allem Pegida und die aufsteigende AfD, waren dann schon Motivation, die Dinge nochmal aufzuschreiben. Es war nicht mein erster Text in diesem Genre, aber es war dann der Versuch, doch mal alles zusammenzufassen, was ich seit einigen Jahren da beobachtet habe. Und wenn man sich da Ihr Vorwort vornimmt, dann sticht da so eine Erkenntnis hervor, und zwar, dass sich die Gestalt der Rechten in Deutschland und Europa mit der Zeit gewandelt haben mag, sie in ihren Kernelementen aber unverändert bleibt. So ein Satz aus dem Vorwort. Was hat sich da gewandelt und was blieb da aber auch unverändert? Ja, man ist natürlich moderater im Auftreten geworden, man ist wesentlich moderner geworden, wenn wir an die ja viel diskutierte identitäre Bewegung denken, die ja auch in diesen neurechten Kosmos hineingehört, die ja mit popkulturellen Elementen arbeiten. Aber all das ist eben gar nicht so neu, weil auch die Rechte wie jede politische Bewegung immer schon gezwungen war, sich mit den neuesten Methoden der Agitation auch zu befassen und diese anzuwenden. Ich schlage ja letztendlich einen Bogen, der sehr weit auch zurückreicht. Und da kann man sehen, die großen Themen sind natürlich ethnokulturelle Identität, wie es dann genannt wird, also ein ethnischer Volksbegriff und immer das Wir gegen die anderen. Da ändert sich relativ wenig, ebenso in den Vorstellungen von Autorität, Tradition, wie ein Staat aufgebaut werden soll und so weiter. Es wird smarter verkauft auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist die Debatte in Deutschland, wenn es um rechts geht, mir auch zu stark fokussiert auf das Dritte Reich. Und da wird dann häufig unterschlagen, dass es da auch einen langen, langen Vorlauf gab. Und wir erleben gerade bei den neuen Rechten einen Rückgriff auf die Vorgänger der Nationalsozialisten und weniger auf die Nationalsozialisten selber. Und wenn man sich da eben auch das Konzept der konservativen Revolution anschaut, die ja eben, oder dieses Konzept, der auch schon vor dem Nationalsozialismus propagiert wurde, existierte. Sie sagten, da wird sich viel an dieser Theorie auch bedient. Gibt es da aber auch theoretisch gesehen oder vielmehr von den Ideen her etwas, was sich da auch gewandelt hat oder was da auch irgendwie dazugekommen ist? Na gut, also das eine ist tatsächlich der starke Rückgriff auf die Autoren, das Ultranationalismus in den 20er Jahren. Also da gibt es einen ganzen Kanon, der immer wieder aktiviert werden soll. Was jetzt neu in diesen Kreisen ist, man ist wieder gegenwärtiger. Man bezieht sich auf ganz konkrete gesellschaftliche Konflikte. Die letzten Jahrzehnte waren diese rechtsintellektuellen Strömungen, wie man sie nennen könnte, doch eher in der Theorie verhaftet geblieben. Jetzt hat man den Schritt in die Aktion wieder hineingewagt und bewirkt damit natürlich auch mehr, erreicht wesentlich mehr Leute. Also was sich da gewandelt hat, ist wieder eine Abkehr vom stark elitär theoretischen Ansatz, den die sogenannte Neue Rechte seit den 70er Jahren eigentlich verfolgt hat, in Westdeutschland zumindest. Doch wieder jetzt hin auch zu großen Bündnissen, was dann dazu führt, dass Akteure der Neuen Rechten bei Pegida auf der Bühne standen. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch, wie die sogenannte Sarrazin-Debatte der Moment war, wo so zum ersten Mal die Theorien der Neuen Rechten gesellschaftlich in die Breite wirksam wurden. Inwiefern können Sie das dann nochmal ausführen? Na, mit Sarrazin kamen einfach Begriffe in einen gesellschaftlichen Diskurs, der sehr breit geführt wurde, auf, die davor eben in den neurechten Kreisen eher zirkulierten. Das war das eine. Sarrazin konnte diese Begriffe gewissermaßen verwenden, weil er aus der Sozialdemokratie kam und eben kein rechter Kader war. Das war der Unterschied. Es gab genug rechte Autoren, die danach gesagt haben, wieso verkauft der 1,4 Millionen Bücher? Wir schreiben das seit Jahren, uns hört keiner zu.
Aber das war gewissermaßen seine Stärke, dass er da in Anführungszeichen unverdächtig war in der politischen Herkunft. Und auf der anderen Seite sind die Organe der neuen Rechten, also allen voran die Wochenzeitung Junge Freiheit, sofort auf diese Debatte aufgesprungen und haben also monatelang mit Sarrazin Leitartikel geschrieben, mit seinen Thesen und immer wieder betont, wer das teilt, dieses Denken, der muss uns abonnieren. Und tatsächlich ist die Leserschaft dieser Organe in dieser Zeit auch angestiegen. In Ihrem Buch Die autoritäre Revolte, da porträtieren Sie ja da auch die wichtigsten Akteure der rechtspopulistischen Bewegungen und die Strategien und Methoden von denen und eben auch, wie wir jetzt gerade schon kurz am Wickel hatten, so die ideengeschichtlichen Hintergründe. Was, finde ich, neu ist in diesem Buch, und das ist eine weitere These, die Sie da aufwerfen, die man so noch, finde ich, nicht oft gelesen hat über die neue Rechte, ist, dass nicht der Islam das Feindbild der neuen Rechten ist, sondern es ist die liberale Demokratie oder der Liberalismus. Die neue Rechte und die Islamisten, die sind nämlich in ihrem Kampf gegen Selbstbestimmung Brüder im Geiste und nicht nur das. Warum? Wo wächst da zusammen, was man überhaupt nicht vermuten würde, dass das irgendwie zusammenkommt? Na, ich finde, das liegt schon sehr stark auf der Hand, wenn man sich als großes Beispiel die Rollenbilder, also wenn es um Geschlechterrollen anschaut, die beide Strömungen propagieren, wenn es um Geschlechterrollen geht, da herrscht auch in der neuen Rechten ein sehr primitiver Maskulinismus vor. Wenn wir an ein Buch denken, das gerade im Antaios Verlag publiziert wurde, eines amerikanischen Autors, Jack Donovan, Der Weg der Männer, da wird also ein Kämpfer- und Kriegerkult letztendlich entfaltet, der genauso von dschihadistischer Seite kommen könnte. Das ist das eine. Und das andere, es ist eigentlich eine sehr alte Debatte, die bereits während des Kalten Krieges geführt wurde in der neuen Rechten. Damals hieß die Frage, wie geht man eigentlich um mit Sowjetunion und USA? Und neurechte Autoren wie Armin Mohler, der zu den zentralen Köpfen dort gehörte, haben sehr früh gesagt, die Sowjetunion ist gar nicht das Hauptproblem. Die Sowjetunion ist ein äußerer Gegner, den wir im Kalten Krieg auch in Schach halten können mit klassischen militärischen Mitteln. Unser Hauptproblem ist die Anwesenheit der Amerikaner in Westeuropa. Unser Hauptproblem, wurde dann eben gesagt, ist vor allem der amerikanische Kultureinfluss, der alles aufweicht, was das eigentlich Deutsche sei. Und diese Debatte wird jetzt weitergeführt, und das fand ich hochinteressant, da habe ich dann auch Texte verglichen. Diese Debatte wird weitergeführt an die Stelle der Sowjetunion ist gewissermaßen der Islam getreten, also der politische Islam. Und die Argumentation ist identisch. Da sagt man eben auch, der politische Islam ist ein äußerer Gegner, der bedroht uns durch Einwanderung. Aber der Hauptgegner ist eigentlich, und da kommt man dann wirklich auch mit Krankheitsmetaphern, der Hauptgegner ist die Immunschwäche der eigenen Kultur, die dann verursacht wurde, heißt es, durch die amerikanischen Kultureinflüsse nach 1945. Dann ist man sehr schnell bei der Frage der Kriegsniederlage wieder. Das ist also eine sehr alte Argumentation, die jetzt wieder belebt wurde. Und wenn man tief in die Texte, in die Publikationen der neuen Rechten reingeht, dann findet man das dann auch tatsächlich. Da darf man sich nicht täuschen lassen von der auf dem ersten Blick ja stark anti-islamischen Agitation. Der Islam galt der deutschen Rechten traditionell, da kann man bis ins Kaiserreich zurückgehen, eigentlich immer als Verbündeter. Ja, weil man wesentliche Werte wie eben Männlichkeit, Kriegerkultur, die Ablehnung liberalen Denkens, die Ablehnung einer westlichen Moderne, man hat diese Werte immer geteilt. Und die Feindschaft, die jetzt gepflegt wird, ist eigentlich eine Feindschaft gegen die Einwanderung. Und keine grundsätzliche, also bei den ganz radikalen Denkern ist es letztendlich so, dass man sich ein strategisches Bündnis mit dem Islam vorstellen könnte gegen vor allem die Amerikaner, wenn der Islam auf seiner Seite des Mittelmeeres bleibt, wie es dann heißt. Nun ist der Islam ja nicht nur eine politische Herrschaftsform, wenn man sie so sehen will, sondern vor allem erst einmal eine Religion.
Und wenn man da sich die neuen Rechten anschaut, dann ist es ja nicht gerade nur ein deutsches Phänomen, sondern auch tritt im internationalen Kontext auf. Und auffällig ist dabei den erstarkenden autoritären Figuren weltweit, dass sie alle religiös sind bzw. sich positiv auf eine Form von Religiosität beziehen. Also Erdogan auf den Islam, Andrzej Duda auf den strengen Katholizismus. Und die Zeit titelte, dass in Putins Russland Kreml und Kirche Seite an Seite gegen den Westen stehen. Und in Ungarn, Viktor Orban bekennt sich da auch zum Calvinismus und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Christentum gegen den Islam zu verteidigen und so weiter. Sie haben einmal im Zuge eines Vortrages gesagt, dass autoritäre Herrschaft nach Entsäkularisierung strebt. Wie passt das da aktuell zusammen? Nun ja, also ich sehe erstmal in Religion und Nationalismus oder Autorität keinen großen Widerspruch. Historisch haben die immer zusammengehört. Wenn wir ins 19. Jahrhundert schauen, und ich bin ja Historiker, ich schaue dann immer in die Vergangenheit, da haben wir bereits ganz stark das Bündnis von Thron und Altar. Also das ganz klassische Herrschaft in Europa war immer gebunden auch an einen religiösen Legitimitätsdiskurs. Und da gibt es natürlich Elemente, die jetzt auch einfach wiederbelebt werden, also dass die nationale Kultur und die religiöse Identität, die als die eigentliche dann gesehen wird, auch wenn das Konstrukte letztendlich sind, soll dann eben wieder verteidigt werden und da beruft man sich ja eben wieder auf restaurative Modelle. Das hängt auch damit zusammen, dass der große Gegner letztendlich auch gesehen wird in der Kulturwende von 1968 vor allem. Und das war ja ein Prozess, der sich auch sehr stark gegen traditionelle Institutionen wie die Kirchen und traditionelle Autoritäten gerichtet hat. Und wenn man 68 revidieren will, dann muss man eben auch diese klassischen Autoritäten wieder bedienen. Für die neue Rechte kommt allerdings hinzu, dass sie in Deutschland nicht unbedingt nur christlich orientiert ist. Es gibt noch einen zweiten Flügel, genauso in Frankreich, in der Nouvelle Droite, den man als im Prinzip neopagan, also oder wie man landläufig sagen würde, heidnisch bezeichnen würde. Als ein Beispiel fand ich da sehr treffend, dass sich ja Björn Höcke gemeldet hat, als es um die angebliche Verteidigung des Abendlandes ging und gesagt hat, ja, er vermisst aber in der Berufung auf die christlich-jüdische Tradition dann den germanischen Inhalt und den antiken. Also da gibt es auch noch einen Flügel, der tatsächlich dann eher in sehr traditionell völkischen und weniger religiösen Kategorien denkt. Neben dem Bezug auf die Religion erfolgt ja durch die neue Rechte auch immer wieder der Bezug eben auf die Nation, auf einen Volkskörper oder eine Kultur, die gegen andere zu schützen wäre. Nun vielleicht nochmal grundsätzlich gefragt, warum fühlen sich gerade so viele Menschen zu solchen Inhalten hingezogen? Und wenn Sie sagen, Sie mussten da sehr in den Texten der neuen Rechten kramen, wie wird das denn tatsächlich auch in der inhaltlichen Breite rezipiert oder welche Resonanz erfährt das? Ja gut, warum sich die Menschen hingezogen fühlen, das können Ihnen die Betroffenen, glaube ich, auch nur selber sagen. Ich kann auch nur vermuten, dass es sehr viel mit neuer Unübersichtlichkeit zu tun hat, dass große Verunsicherungen eben da sind und vor allem Ressentiments. Und man sich dann zurücksehnt, und da ist dann wieder das Interessante, es gibt ja gewissermaßen ein Gesetz der Nostalgie, das lautet, alles soll so werden, wie es eigentlich nie war. Man sehnt sich zurück in eine imaginierte, homogene und harmonische Vergangenheit. Wenn man dann die Realitäten in der Vergangenheit anschaut, da war es alles auch nicht so, wie sich die Leute das dann erträumen. Man wiegt sich aber in Sicherheit, dass zum Beispiel eine Gesellschaft vor der multikulturellen Gesellschaft ja die angenehmere war. Das würde ich übrigens sehr bezweifeln. Gut, und wo schlägt sich das zu Buche? Also tatsächlich im Moment ist ja einer der Kernbegriffe der neuen Rechten ist ja Identität. Und das geht ja so weit, dass ja diese neue Jugendorganisation, die Identitären sich das dann namensgebend gesucht hat, diesen Begriff. Und da wird eben dieses merkwürdige Konstrukt einer festen Identität, die auch noch überhistorisch für die Deutschen dann über ein Jahrtausend sich entwickelt hat und der das Subjekt dann untergeordnet ist,
gewissermaßen in einem, eingebettet in einem Volksschicksal, einem Schicksalstrom der Nation, wie es dann auch heißt. Und darum wird ganz, ganz viel diskutiert, dass Identität ein flexibler Prozess ist, dass Identität sich wechselt, sich verändern kann. Das wird dann völlig ignoriert. Letztendlich, sondern man stellt dann sich eben ja in völkische und religiöse und nationale Traditionen wieder hinein. Herr Weiß, vielleicht nochmal abschließend, doch aber nochmal eine wichtige Frage, und zwar, was sind Gegenstrategien gegen die neue Rechte und dagegen, dass deren Theorien Anklang finden? Ja, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, die Werte der Aufklärung hochzuhalten, also immer zu reflektieren und sich nicht von Ressentiments leiten zu lassen. Es gibt ganz stark die Strategie bei diesen Leuten, bis hin in die AfD hinein, wo es auch erklärt wird, nicht sachlich, sondern letztendlich mit Affekten zu arbeiten, mit Emotionen zu arbeiten, Ängste zu schüren. Da darf man sich eben nicht kirre machen lassen von, und man muss die Leute kennen und man muss sie benennen. Man darf sie eben nicht als Konservative durchwinken, wie das doch viel zu stark in den Medien der Fall immer wieder ist. Man muss eben auch klar und deutlich zeigen, wo kommen die her, wo wollen die hin, und da gibt es starke faschistische Einflüsse mittlerweile.